Auf meiner neuen Baustelle hatten wir die Aufgabe, eine nahtlose Tapete zu tapezieren. Und man tapeziert dann nicht Bahn für Bahn, sondern rollt von links nach rechts auf. Gibt es in unterschiedlichen Größen. Man kann die je nach Wandgröße bestellen mit eigenem Muster und Motiv. Und zum Schluss haben wir dann noch die Klebende abgemacht, alles zugeschnitten. Und das Endergebnis ist richtig toll geworden, wie ich finde.